habe ich ja erklärt in dem Video, was ich jetzt vorher schon eingestellt habe, dass ich meine Prüfungen mal wieder selbst kommentiere. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, das verlinke ich euch dann in der Infobox. Da kommentiere ich nämlich die M2-Sterne-Dressur. Und in diesem Video kommentiere ich euch jetzt wieder mal meine S-Dressur. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Angucken. Ja, wie man vielleicht am Wetter sieht, es war auch an dem Tag mega warm. Und es war auch echt so eine halbe Qual, sich in den Frack reinzuschaffen. Aber naja, ich habe es mir nicht anders ausgesucht, also musste ich da durch. Die Amiro war insgesamt auch an dem Tag wieder schön frisch, was ich nicht erwartet hätte bei so einem Wetter. Einreiten war auch wieder wie am Tag vorher schnurgerade, stand auch im Protokoll. Geschlossen stehen war jetzt vielleicht nicht ganz so schön, steht vorne ein bisschen offen. Dafür war das Antraben wieder schön vom Fleck weg, tritt auch schön dran. Ist vielleicht ein bisschen zu frei jetzt getrabt, aber ich wollte ihn gleich am Anfang ein bisschen wacher kriegen. Jetzt kommt gleich der Mitteltrab, der war schön gleichmäßig. Der kam mir auch von der Hinterhand ein bisschen besser mit, fand ich, als am Tag vorher. Ich habe auch jetzt an dem Tag meine Steigbügel wieder ein Loch länger gemacht. Das war deutlich besser, fand ich. Also habe ich noch weniger gequetscht als am Tag vorher. Die waren echt ein bisschen zu kurz. Das Schulter herein war jetzt ein bisschen schwankend, aber ja, war trotzdem nicht ganz so tragisch. Die Volte war auch schön im Takt. War vielleicht, hätte ein bisschen mehr versammelter sein können, aber war trotzdem gut im Takt. Daraus die Traversale, die Einleitung fand ich auch schön flüssig. Also das war, ging alles so schön ineinander über, ohne groß irgendwie das was gestockt hat. Jetzt kommt der starke Trab und da habe ich in meinem Bericht schon geschrieben, dass er mir jetzt einmal irgendwo so einen Taktfehler reinklopft, weil das war, da war auch ich dran schuld, weil ich ihn einfach irgendwie da gestört habe und zu viel wollte, weil er mir zum Ende hin vom starken Trab manchmal so ein bisschen ausfallen will. Und da wollte ich dann halt nochmal einen nachsetzen, das war mein Fehler. Aber ansonsten hat er auch da schön gezogen. Jetzt wieder das Schulter herein, das war ein bisschen besser als das vorher, das ist nicht ganz so schwankend gewesen. Die Volte, ja, war eigentlich auch so ganz flüssig wieder, war auch nicht ganz so frei wie die vorher, also insgesamt die Seite ein bisschen besser. Die Traversale hat mir auf der anderen Seite besser gefallen, da hat er besser nach vorne gezogen, da habe ich wieder ein bisschen zu viel gequetscht mit dem inneren Bein jetzt, also mit dem linken Bein. Ja, der Übergang zum Schritt war eigentlich ganz gut, auch wenn ich die ersten paar Schritte wieder ein bisschen gequetscht habe, dass er vorwärts geht, aber bei dem Wetter kann ich ihm das wirklich durchaus verzeihen. Der starke Schritt hat mir an dem Tag besser gefallen als am Vortag, auch wenn mein Oberkörper immer noch ein bisschen zu unruhig war. Der kann durchaus noch ruhiger sein. Da muss ich mal ein bisschen drauf achten in der nächsten Zeit. Deswegen ist es ja auch immer ganz gut, wenn man so eine Videoanalyse machen kann, wenn einem da ein bisschen was auffällt. Ja, das Zurücknehmen zum versammelten Schritt könnte auch hier noch wieder ein bisschen mehr zurückkommen, finde ich. Aber ja, ich will halt immer nicht, dass er mir dann das Stocken da anfängt, deswegen ist es auch ein bisschen noch so, dass ich es freier reite. Die Schrittpiruetten, da hat er mir einmal kurz nach einer Fliege jetzt getreten, aber das kann ich ihm auch verzeihen, weil die waren wirklich ganz schlimm da an dem Tag, beziehungsweise die Bremsen. Das findet man als Mensch ja auch nicht gerade so angenehm, von daher sei ihm das verziehen. Ansonsten fand ich die Schrittpiruetten auch besser als am Vortag, hat echt schön mitgetreten, war alles flüssig. Das Angaloppieren hätte ein bisschen mehr bergauf, ein bisschen frischer voran sein können, aber war trotzdem noch okay, da haben wir durchaus schon Schlimmeres hinter uns gebracht. Die Linksgalopp-Traversale hat mir an dem Tag auch durchaus positiv gefallen, kann man das so sagen, hat mir gut gefallen. Der Wechsel war auch schön bergauf und flüssig und die Einleitung dann wieder in die Rechtstraversale fand ich auch flüssig. Jetzt kommt der starke Galopp, den fand ich diesmal richtig gut. Da ist er mir vom Genick her auch wirklich schön oben geblieben, hat richtig gut dran gezogen. Und auch das Zurücknehmen war schön flüssig und nicht zu abrupt. Der Wechsel kam dann nämlich auch schön auf die Hilfe und schön bergauf. Jetzt kommt, was kommt jetzt? Jetzt kommen die Pioretten, genau. Ja, das ist so ein bisschen, die Linkspiorette ist ja noch so ein bisschen unser Manko, aber das war eigentlich für unsere Verhältnisse richtig gut sogar. Sieht auf dem Video noch besser aus, als sich's angefühlt hat. Der Wechsel war auch gut. Jetzt kommt die Rechtspiorette, die uns ja eigentlich ein bisschen leichter fällt. Mal gucken, wie die jetzt war. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Bis dahin war sie noch ganz gut und dann der letzte
Galoppsprung war wieder so ein bisschen stockend. Da hätte ich ein bisschen mehr Druck nach vorne machen müssen. Aber okay, das sind ja noch unsere Lektionen, die ausbaufähig sind. Von daher bin ich da nicht ganz so kleinlich. Das war schon alles okay so. Jetzt kommen die Vierer-Serienwechsel. Da hat er mir auch wirklich richtig schön reagiert. Alle Wechsel schön bergauf und nach vorne gesprungen, gar nicht verhalten oder so. Das ist richtig schön gewesen. Da war es Überstreichen, das hat man von hinten jetzt wieder nicht so gut gesehen, aber da hat er auch schön oben geblieben im Genick. Jetzt kommen die Dreierwechsel, da hat er sich ein bisschen kurz rausgehoben. Aber die waren auch alle super schön. Also mit von den Wechseln bin ich wirklich total begeistert. Also alle, egal was für ein Wechsel, egal welchen Punkt, die waren alle schön bergauf und flüssig. Einreiten war auch wieder gerade. Das gefällt mir momentan auch richtig gut. Ja, geschlossen hat er wieder nicht gestanden, aber gut, da war ich, glaube ich, mit Gedanken schon so fertig und ja, Prüfung vorbei, ich lasse jetzt mal alles fallen, ist mir egal, wie er steht, so ungefähr. Da muss ich auch wirklich ein bisschen dran arbeiten, dass ich da nicht dann die letzten paar Sekunden dann noch so alles vernachlässige, aber ansonsten war das wirklich eine saubere Runde, bis auf das eine Mal da im starken Trab, wo er mir so gestockt hat. Ansonsten fand ich das wirklich eine super ordentliche Runde, also da gibt es mal gar nichts. Und ja, das Ergebnis lässt sich ja auch sehen. Wir hatten 65,71% und wurden damit am Ende dann sogar noch Vierte. Und das ist mit. Also. Und wurden damit am Ende sogar noch Vierte, was bis jetzt unsere beste S-Platzierung ist. Und ich bin einfach so super stolz und glücklich, was Herr Diamiro für mich an diesem Wochenende geleistet hat. Das ist wirklich unglaublich, bei dieser Hitze trotzdem alles zu geben. Also ich bin wirklich total platt immer noch und kann es gar nicht fassen, dass wir wirklich so ein tolles Wochenende hinter uns gebracht haben. Und ja, viel mehr fällt mir jetzt auch eigentlich gar nicht ein. Ich habe ziemlich viel geredet, weil ja alle Lektionen so kurz aufeinander gefolgt sind. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und ja, ich sage dann einfach ciao und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!